Steve, wir verdienen noch nicht genug. Willst du dich vielleicht umbringen, damit ich daraus Profit schlagen kann? Okay. Kauf jetzt Steves unveröffentlichte Tracks auf dieser CD, die ich jetzt veröffentliche. Dann ist sie nicht mehr unveröffentlicht. Egal, kaufen. 20 Euro. Seit tausenden von Jahren gilt eine goldene Regel im Showgeschäft. Tod des Publikums? Schlecht. Tod des Künstlers? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nice, 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 nice. Wie Eis, nur Eis. In der Geschichte gab es ja viele Komponisten, Maler oder Pornostars, die erst lange nach ihrem Tod berühmt wurden. Als Vincent van Gogh noch lebte, war er nur der Freak von nebenan, der sich das Ohr abgeschnitten hat. Was machst du da? Ist lustig, schnipp, schnapp, Ohr ab. Heute kennt ihn jeder. Da muss halt erstmal jemand vorbeikommen, der sich denkt... Warte mal, die Bilder sind ganz gut, der Typ ist tot und er hat sich sein verficktes Ohr abgeschnitten. Boah, das werde ich sowas von an diese versnobten Kunstliebhaber verkaufen. Leben kann der Künstler ja ständig neue Bilder malen. Aber wenn er tot ist, gibt es ja nur eine begrenzte Anzahl. Und du kannst einer der glücklichen Besitzer sein. Ruf jetzt an und erhalte das Ohr eines Obdachlosen gratis dazu. Heutzutage bei Musik und Film sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Bist du nicht tot? Nein, ich war nur kurz einen Löffel abgeben. Du weißt schon, da um die Ecke. Die kann man nämlich nach Lust und Laune vervielfältigen. Nicht wahr, ihr kleinen Piraten? Aber das heißt ja nicht, dass man weniger Geld aus dem Tod eines Menschen quetschen kann. Denn wenn beliebte Künstler sterben, werden die Menschen ganz schnell sentimental. Und andere Menschen denken eher an ihr Kapital. Also ich meine, sie nutzen es hart aus. Ich droppe jetzt hier einfach mal einen Namen, womit ich 14-jährige Jungs wahrscheinlich zum Weinen bringe. Paul Walker. Nach seinem Tod war er wirklich überall, obwohl er tot war. Social Media, Fernsehen, Zeitungen, Interwebs. Und wir dachten uns so, scheiße Mann, das ist voll tragisch, aber wer ist das? Das ist der Hauptdarsteller von Fast and Furious, für die Leute, die nicht googeln können. Und diese Präsenz auf allen Plattformen ließ einfach nicht nach. Und komischerweise wurde es immer mit dem Film Fast and Furious 7 verknüpft. In den Dreharbeiten er ja umgekommen ist. Also nicht in den Dreharbeiten, aber während der Dreharbeiten. Klar, es ist scheiße, dass er gestorben ist, aber im Endeffekt war er halt auch nur ein Schauspieler. Und nicht Jesus. Der für unsere Sünden gestorben ist. Übrigens auch ein gutes Beispiel für den Tod anderer Ausnutzer. Naja, auf jeden Fall war der Trubel um Paul Walker ziemlich groß. Und wisst ihr, was auch sehr groß war, außer mein Penis? Ja, die Einnahmen von Fast and Furious 7. Vorwärts, Mann. Ey, red mal nicht schlecht über Paul Walker, Mann. Ist voll respektlos. Über Tote redet man nicht schlecht. Wieso eigentlich nicht? Gerade hier greifen wir ja Paul Walker nicht direkt an. Ich glaube, langsam brauchen wir so einen Paul Walker-Zähler. Bing, Paul Walker, Paul Walker, bing, Paul Walker, bing, Paul Walker. Bing, 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 bing. Leute reden sehr ungern schlecht über Tote. Vielleicht haben sie Angst vor Zombies, keine Ahnung. Aber sehr stark hat man das gemerkt bei Michael Jackson. Einen Tag vor Michael Jacksons Tod waren alle noch so... Dieser Michael Jackson mit seiner Neverland... so wird Range übrigens ausgesprochen. Das stimmt doch was nicht, der fickt doch sicher Kinder. Und dann war er tot und niemand konnte sich mehr daran erinnern. Er war nur noch der King of Porn. Jeder, der was anderes sagt, kriegt eine gepaddelt. Eine Lampe. Die zerbricht dann und ist sehr heiß, das tut weh. Und du hast die ganzen Splitter im Gesicht, vergiss das nicht. Aber Michael Jackson hat vieles nicht gestimmt. Er war wahrscheinlich kein Kinderschänder, sondern einfach nur ein sehr kranker Mann. Der nie eine Kindheit hatte. Die einfach nur nachholen wollte. Mit sehr viel Geld, deswegen hat er sich seinen eigenen Freizeitpark gebaut. Oder nehmen wir Philip Seymour Hoffman. Auf der einen Seite war er natürlich ein grandioser Schauspieler. Auf der anderen Seite war er Familienvater von drei Kindern, der sich mit dem Drogencocktail selbst umgebracht hat. Das war absolut verantwortungslos von ihm. Das sollte man auch sagen dürfen. Wenn du stirbst, bevor die Öffentlichkeit ein wahres Ich kennenlernt, bleibst du eine Legende. Ansonsten endest du so wie Bill Cosby. Von einer Ikone der Generation. Zum wohl gerade meist gehassten Celebrity der USA. Mir fällt es heute sehr auf. Warum nicht? Natürlich ist es verständlich, dass man sich eher an das Gute in einem Menschen als an das Schlechte erinnern möchte. Denkt man an Gandhi, die Geschwister Scholl oder Martin Luther King, geht es ja bei dem Positiven, an das man denkt. Und was viel Größeres, Wichtigeres, wofür diese Leute gestorben sind. Etwas so Toftes, was hoffentlich auch an kommende Generationen weitergegeben wird. Außerdem sind sie ja nicht umsonst gestorben. Ja genau, das wäre echt schade. Noch eine schöne Art, jemanden zu gedenken, ist das Beispiel Ed's World. Ed Gold war Animationskünstler hier auf YouTube, den wir persönlich auch sehr gefeiert haben, dann aber leider an Krebs gestorben Sein Kanal wird aber trotzdem von anderen Animatoren und unter anderem Tomscar weitergeführt. Allerdings gehen alle Einnahmen davon direkt an die Krebsforschung, was ziemlich cool ist. Wäre jetzt echt peinlich, wenn es auch eine Paul-Walker-Stiftung geben würde. Wahrscheinlich gibt's die wirklich. Scheiße, wir hätten das halt echt vorher googeln können, ne? Heute bin ich mal ein bisschen näher dran. Passend zum Tod. Zehn Arten von Großeltern. Ja, die sind fast tot. Ja. Und, ne, darunter unser letztes Video. Was war denn das nochmal? Ich weiß es gar nicht. Doch, das war Lion. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ey, hier nah dran, das ist ja echt viel cooler als so weit weg.